Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Das war eine ganz coole Diskussion oder Unterhaltung hier mit der Alex in der letzten Folge. Gehen wir mal zurück zu Solomon. Und? Sie ist dabei. Will dafür einen Spionruhestand an der Sonne. Wer will das nicht? Kann sie nicht verübeln. Wer will das nicht allerdings? Okay, schon alles zugemacht. So, hab gehört, du brauchst jemanden, der dir auf deiner Tour durch NCs Arschwarze die Hand hält. Ich bin hier, weil ich dir vertraue, Alex. Wenn du das sagst. Also, Songbird. Hab gehört, wir sollen sie finden. Song ist hier in Dogtown verschwunden. Wir waren verbunden, wie übers Holo. Song wurde im Cyberspace angegriffen. Dann ist sie verschwunden. Mehr wissen wir nicht. Wir brauchen einen Netrunner, der jede wache Minute Teraflops von Daten analysiert. Vielleicht hat er was gemerkt. Kennst du da jemanden? Wilkie Slider-Laguerre. Hätte ich mir denken können. Hat sich vor einer Weile abgesetzt, aber ich weiß, wo er sein Nest hat. Wer ist dieser Slider denn? Abtrünniger Voodoo-Boy, Mörder, später Informant. Rundherum Abschaum. Außerhalb vom Net ist er blind wie ein Maulwurf. Beschädigter Hinterhauptlappen. Selbst Kiroshis helfen nicht. Und dieser Typ will uns helfen? Slider? Vergiss es. Der ist Wiederholungstäter. Keine Skrupel oder Prinzipien. Wir mussten ihn zwingen, für uns zu arbeiten. Dieses Mal wirst du noch etwas grober werden müssen. Wie verliert ein Geheimdienst einen Blinden? Dank seiner haitianischen Freunde. Er hat eine riesige Tech- und Demon-Werkstatt. Meinst du, die Software-Zauberer von Night City leben in Kabuki? Nee, da verkaufen sie nur ihre Waren. Wie jetzt? Ihr habt Slider aus dem Blick verloren, aber du weißt, wo er ist? Warum habt ihr ihn da nicht eingesagt? Oh, ich weiß nicht. Hab ihn mir für den Notfall aufgehoben. Slider war keine Priorität für mich. Nicht, dass dich das was angeht. Also, reden wir mit ihm? Sliders Versteck ist ein unfertiges Bar in Luxor Heights. Exakte Koordinaten kommen gleich. Dann treffen wir uns dort. Alex und ich müssen mal wieder reden. Okay, solange ihr euch nicht die Augen auskratzt. Ich brauche euch beide lebendig. Na, die haben einiges zu besprechen, die beiden. Das ist schon richtig. Jetzt noch mal kurz in der Bar umgucken. Also, all die Jahre. Trauma-Drama. Wo warst du? Ich möchte den Shooter mal spielen. Gab es. Eine Weile lang. Hat nicht funktioniert. Und du? Du kennst mich. Niemand hält mich länger als einen Monat aus. Ach komm. Tu nicht so, als wärst du darin besser. Hey, ich habe eben viele Hobbys. Apropos Hobbys. So wie ich dich kenne, spielst du immer noch Basketball, oder? Nur in meiner Ecke der Stadt. Kennst du ja. Ja. Bin schnell wieder vertraulich. Wundert mich, dass du nicht nach Hause zurückgegangen bist. Hast immer von diesen Tacos. Ganz nett irgendwie. Zum Gucken. Ich will jetzt ja nicht hier die ausrauben. Wie unhöflich ist das denn, wenn ich irgendwelche Sachen klaue? Wer weiß. Stellt sich die Frage, was ist mit mir, Reed? Warum musste ich hier bleiben? Bisher haben FIA-Agenten Night City nur in Leichensäcken verlassen. Du offensichtlich nicht. Doch. Es gab schon einen Sack mit meinem Namen drauf. Pures Glück, dass ich jetzt noch hier bin. Du hast noch nie an Zufälle geglaubt. Stimmt. Tue ich nicht. Die beiden haben ein bisschen aufzuholen. Siehst du den Baum da? Gibt halt kein Kolumbarium in Dogtown. Irgendwo müssen die Leute ja hingehen, um zu trauern.
Das Problem ist, dass den toten Blumen und Kerzen am Arsch vorbeigehen. Weil sie verdammt nochmal tot sind. Leute trauern nicht für die Toten, die trauern für sich selber. Ach komm. Ich würde eine für dich anzünden, hätte ich eine dabei. Scheiße, vielleicht bin ich genauso sentimental wie der Rest. Wenn ich die zwei sehe, Reed, Alex, sowas Ähnliches habe ich auch erlebt. Die beiden haben eine Verbindung. Nach 4 Minuten wurde das Kriegsbeil begraben. Ist doch eindeutig. Was von der Freundschaft übrig ist, verschwindet bald. Nicht jetzt, aber bald. Er hätte ihr vor Jahren die Wahrheit sagen, ihr Chum bleiben können. Aber nein, Reed hatte seine Befehle. Freundschaft und Pflicht schließen sich nicht aus. Doch, tun sie. Ich bin aus guten Gründen aus der Armee raus. Denk mal nach. Wie oft lässt du dich verarschen, bevor du jemandem nicht mehr traust? Worauf willst du hinaus? Ersetze jemand durch Land oder Konzern. Wie oft lässt du dich für diese Wichser abballern, weil sie dir leere Versprechungen machen? Frag dich das mal, wenn du die zwei siehst. An alle Bewohner, Colonel Dempsey hier. Feindliche Agenten haben Downtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich USA-Spione und Unruhestifter. Unruhestifter? Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, was ist denn das? Rory Burger. Ich glaube aber, bevor wir uns jetzt mit Reed, der hält sich ja noch mit Alex, da bei Sliders Versteck treffen. Ich möchte ganz gern eigentlich alle Spuren so ein bisschen, wie fies immer klingt. Okay, stürzt gerade was ab. Oh, ist das so ein Airdrop? Hab ich noch nie angeguckt, das will ich jetzt mal machen. Ich will eigentlich alle Spuren verfolgen, aber bevor wir das machen, will ich jetzt diesen Airdrop ansehen. Das ist eine der neuen Aktivitäten. Das wird ein Spaß. Werden die dann gleich aggro hier? Oh ja, okay. Feindkontakt! Was haben die jetzt gleich? Jetzt! Stützt euch auf ihn! Ich weiß! Neu vor... So finster, ich sehe die überhaupt nicht. Oh, hinten ein Sniper. Granate. Komm schon, wofür bezahlen sie dich? Oh. Los, umzingeln! Ich weiß! Sniper, der geht ein bisschen auf den Sack. Ich greife von der Seite an! Er will mich umbringen! Ich will dich ja nicht umbringen. Alles gelogen. Propaganda. Aus dem Weg, Granate! Da! Holy fuck! Oh, das Feuer... Alter! Wie viel Damage macht denn das Feuer? Okay. Dass ich zweimal insgesamt den Schwierigkeitsgrad erhöht habe, macht es ja doch bemerkbar.
Warum liegt der immer noch? Danke. Wow! Wow! Okay, das hatte ich. Da hatte ich optische Tarnung an, aber der hat mich einfach weggesniped. Ja, ich war am Anfang zu unvorsichtig. Ich probiere es noch ein bisschen aus, aber feindliches Gebiet mit denen. Okay, hier erstmal wieder raus. Schnell raus. Dann ist der Fight nicht so stark. Und Mann, ist das dunkel. Ich muss auch kurz Pause machen und die Jalousie ein bisschen runter, weil das. Okay, besser. Jetzt sehe ich mal auch was. Ja. Müsste mal sagen, wie es bei euch beim Zuschauen ist. Wahrscheinlich auch nicht so ganz unproblematisch, wenn es hell ist. Das ist schon ein dunkles Spiel. Ich sag, ich bin da daneben geschossen. Meine Herren. Stirbt er da durch? Fuck, der. Das reicht nicht. Warum haben wir nicht mehr Damage auf? Haben wir eigentlich noch Punkte? Ein Vorteilspunkt. Können wir unseren Headshot-Damage irgendwie noch erhöhen? Garantierte kritische Treffer, ja. Brauchen wir noch 5 Punkte. Die habe ich vorhin anders investiert. Fuck. Nachladegeschwindigkeit ist alles nicht so wichtig. Ist alles nicht so wichtig. Brauchen 5 Punkte noch in Cool. Dann haben wir auf jeden Fall garantierte kritische Treffer. Und erhöhter Schaden bei höherer Entfernung. Ja. Damit kriege ich die Headshots halt gut hin. Vielleicht irgendwas, was mir jetzt ein bisschen Damage gibt. Schadensminderung. Aus der Deckung heraus. Schadensminderung ist schon nicht verkehrt. Okay, die kann ich damit nicht killen. Zudem muss ich also nach oben. In eine andere Richtung, oder? Ich leise bin? Psst. Nach unten. Psst. Oh, den falschen Knopf gedrückt, muss ich aufheben. Hab mein. Meine Zeitlupe schon aktiviert. Okay, jetzt. So ist auch schon besser. Werden die mal ein bisschen besser los hier. Okay, Dame. Vorne welche auf dem Boden, hinten der Scharfschütze. Da haben wir einen Totenkopf. Psst, nicht hergucken. Ist noch echt nicht wenig. Ich versuche mal, die von der Seite anzugehen. Vorsichtig. Ja, wissen Sie, wo ich bin? Okay, ist schon ein bisschen. Friss Granatsplitter! Schwachstellen ist schon nice. Dass ich durch hier, die ich durch den Relic Skill Tree bekommen habe. Aber da bin ich auch noch die Combat optische Tarnung sozusagen, die ist auch richtig geil. Sehen. Wenn ich anschleichen kann, aber das glaube ich. Verdammte Scheiße! Blankiert ihn! Ich übernehme die Flanke! Ah!
Ich mag diese aufladenden Tech-Waffen nicht. Wie macht man damit auch nicht so viel Schaden? Ich hole vielleicht noch die Pistole. Informieren, Team. Okay. Natürlich ist im Licht ja auch nicht so geheimnisvoll. Aber so richtig haben sie gerade nicht die Idee, wo ich bin. Ja, das macht er. Ich übernehme die Flanke. Ist ja besser als das Scharfschützengewehr. Das ist irgendwie Müll. Au! Ist trotzdem noch getroffen. Alter, das macht Schaden. Nicht gesehen. Wir haben noch ein paar Sachen im Petto. Zu mir! Ist jetzt noch der Boss da, oder? Schnappt euch den Psycho! Wow, wow, wow! Ah. Oh. Ich erledige das! Ja, er hat irgendwie eine Schwachstelle am Fuß. Okay. Oh. Fuck, fuck, fuck. Ne, er hat mich jetzt nicht totgehauen, oder? Weil ich gerade nachlassen musste. Ich bin zu schlecht im Waffenwechseln. Nein, es lief alles so gut. Okay, das ist bitte. Also das Scharfschützengewehr kann ich mir komplett sparen. Ups, weg hier. Erstmal wieder. Hallo? Ist hier jemand? Nein, nein, ist niemand da. Alles gut. Fuck. Okay, das Präzisionsgewehr ist kompletter Schrott. Aber für den Nahkampf noch eine gute Shotgun. Oder das Sturmgewehr. 35. Angriffstempo. Ja gut, die muss dann so lange nachladen. Wie viel Schuss hat die? 900 Schuss. Nehmen wir mal die hier noch da rein. Schraube noch was Gutes drauf. Was haben wir da? 25 Reichweite, 30 Reichweite. Das ist schon ziemlich gut alles. Und Chance auf Querschläge. Kritische Trefferchance, Verringerung des Rückstoßwinkels. Das ist ganz interessant. Rückstoßwinkel. Weniger Rückstoß, würde ich einfach denken. Das Wort Rückstoßwinkel ist ein bisschen seltsam. So, jetzt aber. Zeig mir mal, was wir können. Vielleicht doch nur eingebildet. Genau, sag ich doch. Okay, erstmal wieder den hier oben. Damit haben wir angefangen vorhin. Das war gut. Eigentlich war es ganz gut. Es hat auch Spaß gemacht. Dass mich dann der Totenkopf so wegballert. So, bitte. Neues aus. Und warum kontaktierst du mich? Hm. Hast die falsche Tür. Nein, du gehst anderen auf die Nerven. Mhm. Du entkommst mir nicht. Da oben hält halt da zu viel aus, den kann ich nicht sofort ausschalten, dann schlägt der Alarm. So was mal alle zu kriegen, die ich ausschalten kann, ohne dass sie jemand anders warnen können. Ja, komm mal her und guck mal, was hier los war. Das ist eine gute Idee.
Das fehlt auch so ein bisschen, dass man hier die anlocken kann. Also man kann es natürlich mit Hacks machen und irgendwie Ablenkungsmanöver starten, aber jetzt ein Steinchen hier hinschmeißen. Da hinten rennt einer rum. Muss hier irgendwo sein. Da oben hat wieder zu viel HP. Das hätte ich mir auch sparen können. Ah! Wir werden angegriffen! Irgendwann klappt es da nicht mehr, okay. Na gut, dann holen wir jetzt die andere Revolver raus und für den Boss dann das Sturmgewehr. Fucking Granate. Wow, wow, wow. Zeit noch ein bisschen verlangsamen. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Ups. Sehr schön. Eine Gasflasche vorbeigelaufen. Offen rumstehen darf ich echt nicht so häufig machen. Das ist ziemlich dumm. Oh, komm schon, wofür bezahlen Sie dich? Durchschießen. Komm schon, wofür bezahlen Sie dich? Nicht den Zivilisten davor erschießen. Sind unter Beschuss! Langsam haben wir alle. Das dürfen wir nicht wieder am letzten Boss versagen. Wie gerade eben. Komm raus! Ich langweile mich. So, Brudi. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist kein Automatikgewehr, leider. Aber ist insgesamt nicht schlecht. Sieht hier echt nichts. Alles finster. So, wo ist jetzt die Leiche hier? Okay, jetzt haben wir schon zu viel Schrott, den wir uns rumtragen. Ah, das darf ich nie. Also, da bin ich noch kein Freund von. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das komplett mal wegzulassen. Aber so ein Tragelimit in Rollenspielen, irgendwie ist das nie geil. Das ist irgendwie immer Schrott. Tech-Scharfschützengewehr. So ein Tech-Scharfschützengewehr ist jetzt einfach mal weg. Kein Bock auf die Scheiße, das ist so nervig. Carnage 154, 0,8.
Smart-Schrotflinten kann man gleich mal wegballern, die ganzen Smart-Shit-Sachen. Normale Nahkampfwaffen. Bin jetzt eh nicht so der Typ, der mit Nahkampfwaffen spielt. Und dann haben wir immer noch ein paar ikonische, falls wir sie wollten. Gerade, was wir noch was Interessantes haben. 43? Das dürfte mehr sein als meine jetzt, oder? Mal gerade mal. Also, wo war die jetzt hier? 43, 2,86 ansonsten. Der Rest ist gleich, aber es ist eine 2 plus. Okay, dann nehmen wir hier mal eben die Aufsätze aus der raus. Die Mod können wir nicht rausnehmen. Was macht die nochmal? Nachziehen der Waffe. Das finde ich jetzt eh nicht so spannend. Okay. Warum darf ich da keine Mündung draufschrauben? Das spinnt auch manchmal, wissen wir, gehen mal wieder raus. Jetzt, danke. Ich sollte mal einen besseren Schalldämpfer finden. Das wäre was. Okay. Aber jetzt haben wir eine bessere Waffe. Oh, die hat auch eine Mod. Ich will noch die Mod eben anschauen. 15% des verursachten Schadens in Thermalschaden um. Und eine 3% Chance auf Brennen. Okay. Sehr schön. Dann, was haben wir uns hier erkämpft? Den Powerbein hochspringen. Okay, Sequenz zum Upload von Demons erforderlich. BD55E9. BD55E9 1C, das ist ja relativ. Das war jetzt nicht die große Herausforderung. Das haben wir gefunden. Tragekapazitätssplitter. Oh, das würde ich jetzt mal gucken. Wir haben jetzt 274. Black Lace MK2. Lang anhalten, 300 Sekunden, okay. Eine lila Consumable. Eine Ajax. Power Sturmgewehr. Fertigkeitssplitter Shinobi. Ist das auch immer. Wie viel XP? Können wir mal gucken. 274. Zwei Tragelast hat mir es gegeben. Mal die Sachen anschauen, was die jeweils bringen. Wir haben unsere Fertigkeiten. So, Shinobi können wir mal gucken. Level 6, 34 XP. Nehmen wir mal mit. Was haben wir da noch? Handgemachter Reißverschlussmantel. Okay. Munition. Verbrauchsgut. Das mit 30 Sekunden. Okay. Wir können jetzt mal kurz gucken. Was hat uns das gebracht? 264. Okay. Nicht so schlecht. Wir haben auch Punkte zur Verfügung, ja. Hier haben wir gerade die 15er Grenze erreicht und da möchte ich als nächstes, obwohl das natürlich Edgerunner auch ganz geil ist, aber ich möchte als nächstes hier in Cool die reinstecken. Was bringt mir einen Punkt sonst noch? 1,25 kritischer Schaden pro Attributspunkt, ja. Nehmen einfach mit. Wir teilen das hier schon mal. Wir haben noch einen Vorteilspunkt, ach, den ich vorhin nicht. Einen Relic-Punkt haben wir auch, ja. Da warte ich hier auf 3 Punkte für die Notfalltarnung. Die finde ich ziemlich sexy. Obwohl das auch nicht schlecht ist. 10% Erscheinungsfrequenz von 9 Schwächen. Für einen Punkt ist schon auch nicht schlecht. Aber ich hätte. Ah, schwierig. Okay, cool, cool, cool. Jetzt können natürlich noch die Leute looten, die wir hier haben liegen lassen. Nee, Auto klauen, oder? Merken die das, wenn ich das hier mit dem Auto rumpf? Okay. Ein Junkie, der gelbe im Kopf, diesen gelben Pfeil über dem Kopf hatte, war ich ein bisschen skeptisch gerade. Oh, das Kopfgeld wurde verdoppelt. Habt ihr das gerade gehört von Kurt Hansen? Wie ist das?
wenn wir mit dem Bargästfahrzeug rumfahren. Ich glaube, wir probieren es einfach mal aus. Nur so for shits and giggles. Wie die Leute darauf reagieren. Oder eigentlich wäre es ein bisschen dumm. Ist das ein benutzbares Fahrzeug da? Ein bisschen dumm wäre es nämlich schon. Dann nehmen wir lieber den hier. Probieren wir den anderen mal aus, wenn ich nicht wirklich was vorhab. Ist der bloß hierher gekommen? Wie kommen wir denn hier zur Straße vernünftig? Jetzt noch weiter in die. Ah, der da auch was liegen, aber soll er halt. Oh, Judy ruft an. Hey Judy, was gibt's? B, kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja, komm bitte. Okay, das klingt dringend. Dann werden wir das auch machen. Wir müssen einfach ein bisschen mixen, je nachdem, wie es sich ergibt. Man kann die ganze Story in Phantom Liberty schön für sich alleine spielen. Und das ist bestimmt auch cool und so. Aber ich habe ehrlich gesagt auch... Ich war nur hier zu welcher Nähe. Fuck off. Kein Bock auf euch. Was denn? Hat Judy gerade mal gerufen. Aber ich spiele es einfach, wie es sich organisch so ergibt. Und dann werden sich die Storys manchmal vermischen. Ich glaube, so kann man es halt nämlich auch ganz cool spielen. Wenn man natürlich jetzt Cyberpunk 2077 schon komplett auswendig kennt, dass ja diese blöde Stellung eigentlich einfach da lang fahren kann, dann kann man wirklich Phantom Liberty auch komplett für sich alleine spielen. Und dann auch ein eigenes Ende, wenn man das möchte oder wenn man das so erspielt. Aber ich will halt, wie gesagt, jetzt das so machen. Achtung! So, gut, dass ich mit dem Bargästwagen unterwegs bin, könnten die ein bisschen misstrauisch und böse werden. Steuert. Okay. Nicht ganz so. Klebt nicht ganz so sehr im Boden, wie ich das vielleicht kurz gehofft hätte. Riecht ein bisschen aus. Kann ich nicht hier lang fahren? Pass auf. Denke jedes Mal, ich muss mein Gamepad anschließen. Und dann vergesse ich es wieder, weil so spiele ich lieber ohne Gamepad, aber zum Fahren ist ein Gamepad halt so viel besser. Wenn man ein bisschen geübt ist, geht es mit der Tastatur auch gut. Sie haben auch das Fahrmodell deutlich verbessert. Ups. Das war am Anfang wirklich nicht gut. Also das war. Und jetzt sieht es immer noch aus, als wäre es nicht gut, aber das liegt an mir, nicht am Spiel. Halt nicht die Straße, wenn ich hier langkomme. Also die Straße ein bisschen nass ist, sieht so geil aus mit den ganzen Spiegelungen. Ist ja die Tür hier offen, wenn wir die Tür wieder zumachen.
Manche Leute. Mir macht es aber echt immer Spaß, in Night City einfach rumzufahren. Das ist eine schöne Stadt, ist ein bisschen kennengelernt. Gar nicht so klein ist. Ich nutze dann gar nicht so gerne irgendwie die Schnellreise. Oh, ich hätte, glaube ich, unten lang fahren sollen, oder? Kann ich eigentlich die Kamera, die Lampe an und ausmachen? Oder ist mein, ich glaube, die ist einfach kaputt. Meine Lichter sind wahrscheinlich automatisch an. Bei den Motorrädern kann man jetzt solche Neonfelgen, Neonstreifen anmachen. Ich glaube, hier ist einfach nur mein Auto zu kaputt gerade. Achtung, Achtung, Achtung. Geht bis ins Zweite, ich will euch nicht überfahren. Danke. Überhupen kann ich. Das ist aber auch nicht viel. Lohnt sich nicht. Das wäre mal ganz praktisch, wenn ich Leute loswerden möchte, muss ich nicht so langsam mich von hinten anschleichen. Und hoffen, dass sie rechtzeitig zur Seite gehen. Mann wohnt Judy weit weg von Dogtown. Und es ist eigentlich wahrscheinlich besser, ein bisschen weiter weg von Dogtown zu wohnen, aber wenn ich jetzt hier vorbeikommen möchte, ist ein bisschen nervig. Und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dampfen. Ich war nur eine Stunde weg. Oh Gott. Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Also wenn sie wirklich die Polizei rufen will... Sollten wir sie nicht lieber so lassen, bis die Bullen kommen? Für die ist sie nur eine tote Hure. Interessiert keinen. Wir sollten ihr wenigstens etwas Würde verschaffen. Dann brauchst du nicht die Bullen anrufen. Fuck. Einen Unfalltod melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt! Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Klar. Mach die Tür zu, wie. Bitte. Oh, das ist bitter.
Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In solchen Dingen war ich nie gut. Du musst nichts sagen. Hast mehr für sie getan als sonst jemand. Ich hatte einen Grund, sie zu suchen, Judy. Das weißt du. Was zählt ist, was du getan hast. Du hast ihr Entscheidungsfreiheit gegeben. Mag sein. Hätte nur nicht gedacht, dass sie so entscheidet. Weißt du noch, dass Fingers meinte, F war 4 Tage bei ihm? Mhm. Ich erinnere mich. Sie ist eine Woche vor deinem Auftauchen aus dem Clouds verschwunden, hat mir Tom gesagt. Das macht mich fertig. Ich denke mal, was hat sie in diesen 3 Tagen gemacht? Also habe ich in ihren Virtus nachgesehen. Und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Warte, du hast mehr Aufnahmen gefunden? Hab mir die Defekten nochmal angesehen. Viel Gerausche. Schwer, da was zu erkennen. Aber dann stieß ich auf ein Echo unseres Streits. Bei unserem letzten Treffen. Aber ich wusste, dass sie den nicht aufgezeichnet hat. Aber warum war es dann eine Virtu? Ich hab keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat sie sich erinnert. Und wiedererlebt. Das Implantat war vielleicht an... Du weißt schon... Als Abwehrmechanismus. Flucht in die Vergangenheit, um der Gegenwart zu entkommen. Was hat Woodman mit dir angestellt? Hast du es gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Alles nur Fassade. Ich kannte ihn, wusste aber auch nicht, dass er so krank im Kopf ist. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Oh Mann. Also jetzt habe ich mal gar kein, hatte ich eh nicht, aber jetzt habe ich noch weniger ein schlechtes Gewissen als je zuvor, dass wir den Woodman auch mit umgebracht haben. Das war der Typ in dem Clouds, in dem Büro, der Chef da sozusagen. Der hat es schon verdient gehabt. Verlass das Gebäude. Ja, nehmen wir mal den Weg. Ah, meine Karre steht noch hier. Gib dich zum Afterlife. Das ist die Ghost Town Mission. Macht aber so ein bisschen zufällig die nächsten Missionen, finde ich. Na, wenn wir schon mal draußen sind, außer von Dogtown, treffen uns auch mit Takemura. Alle Spuren ein bisschen verfolgen.
haben wir denn hier eigentlich auf eine Nachricht? Schießwettbewerb. Okay. Ja. Ich nehme das mal an, damit es einfach nur verschwindet als Nachricht. Sehr gut. Beim Fahren aufs Handy gucken, dann passiert sowas. Es ist immer blöd, dass es nicht sofort pausiert, sondern noch so eine halbe Sekunde weitergeht. Dann steht man irgendwie blöd da. Sonst würde ich nur perfekt durch die Gegend fahren. Das liegt mal mit. Ey! Wow, wow! Reagiert ja ziemlich direkt, wenn man ein bisschen vom Gas geht, noch gar nicht so stark bremst, kommt man ziemlich gut um die Kurven. Sie zu jeder Tageszeit einfach, ups. Wenn man das so macht auf dem Highway, Ausfahrt verpasst, kurz zurücksetzen. Zu jeder Tageszeit sieht einfach Night City super geil aus. Jede Zeit hat sie ihren eigenen Charme. Das ganze Autodesign in Cyberpunk ist unterschiedlich und echt auch ein bisschen nur so recht fantasiereiche Wagen. Das haben sie schon ganz gut hingekriegt, finde ich. Das ist jetzt ja auch mit Phantom Liberty nochmal neu dazugekommen. Was soll das aber hier stehen? Ja, wurscht. Okay. Drei Münder einverlangen. Das Wide Open haben wir auch wieder, das kennen wir schon, die Werbung. Wenn ein Phantom plötzlich tödliche Folgen hat. Fremdkörper. Installation auf eigene Gefahr. Also bei diesen praktisch der nächste Schritt nach VR. Gucken, ob wir 2077 schon so weit sind. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, da bist du ja. Da bin ich ja. Goro, schön dich zu sehen. Ich auch, ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Was hat Yorinobu davon? Der gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Gumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme,
könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Du hast sie ja nicht mehr alle. Vor den Augen der Zuschauer und den Sicherheitsleuten? Mach dir keine Gedanken. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Ganz ehrlich, Netrunning ist nicht so meins. Und meins noch weniger. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Es gibt noch was zu besprechen. Den Wagen zu kapern ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Okay. Guter Plan. Du bist einfach so einverstanden? Das Risiko ist hoch. Ja. Naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Splitter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Naja, sein Plan hat er halt. Ich habe keinen besseren Plan, von daher bin ich halt dabei. Was soll ich machen? Gewaltsam öffnen. Das geht nicht. Müssen wir anders da rein. Bin ich einfach darüber gesprungen? Muss ich nicht rein? Danke. Kondome sollte man immer dabei haben. Man weiß nie, was der Tag bringt. Ja. Es hat funktioniert. Mal von innen die Tür jetzt aufmachen oder was? Muss ich wieder oben rausklettern? Oh doch, da geht's raus. Ja. Okay. Never mind. Und? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen. Ja. Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yakitori. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. In manchen Sachen gibt es noch ganz schön Probleme mit dem Raytracing und dem Denoising.
wenn sie sich ein bisschen bewegen, sieht halt komisch aus. Eine der Sachen, wo es mal richtig auffällt. Insgesamt sieht es halt super genial aus, das Spiel, aber es gibt so ein paar Sachen, wo das dann auch Probleme macht, das Raytracing. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Schön, dass du es ähnlich siehst. Ja, total ähnlich. Man weiß nie, was ein Hund denkt. Vielleicht dasselbe wie du. Was ist das? Jagdtolli. Okay, ich habe alles durchgebrannt. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum. Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Stimmt. Und du mit deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Koch, lauter, lauter! Yorinobu, höchstpersönlich. Präsidentin Mayas Verstand hat das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die haben sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktionen, die Machtkämpfe, das alles ist Xo. Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wollen Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkelin. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigt er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir, wie? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. Komm!
Ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. Wir müssen nur da hochklettern. Uns ja gleich den nächsten Auftrag mit reingeschleppt, der Takemura. Jetzt hier lang. Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge mal genau an. Was wir hier mit dem Takemura erledigen. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Also, bis dann. Ciao.